Willkommen zurück zu Let's Play BioShock. Ja, wir haben das letzte Mal aufgehört, dass wir keine Ahnung haben, woher wir diesen Schlüssel bekommen. Das wüsste ich sehr gerne, ja. Wo bekomme ich denn den Schlüssel her? Hier ist eine Medistation. Hier waren wir doch auch schon, oder? Ups, jetzt habe ich den Fernseher kaputt gemacht. Entschuldigung. Ja, hier waren wir auch schon. Wo bekomme ich denn... Ach, der Pfeil zeigt es uns, glaube ich. Wohin zeigt der Pfeil denn? So, der Typ wirft Bomben, die wir natürlich gerne zurückwerfen. Und der nette Typ hat sich gerade selbst in die Luft gejagt. Das war ja sehr elegant, würde ich das mal nennen. So, ein Verbandskasten. Ne, da müssen wir nicht hin. Ich hätte gern einen Munitionsautomat. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das Brutalste und Obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Dank der Möglichkeiten genetischer Veränderung ist Schönheit nicht länger ein Geschenk oder ein Wunschtraum. Sie ist eine moralische Verpflichtung. Nicht so viele Vorschriften. Alles läuft in ruhigen Bahnen. Warum haben wir zwei Augen? Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Zwei Arme, zwei Beine. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Und dein Weg in die Chirurgie finden. Damit zu Steinman. Nur Mut. Gott mag keine Brücke, Berger. So, das war Steinman gerade anscheinend. Ich soll mir den Weg freiballern, oder was? Ja gut, dass da keiner kommt. Sieh in die Fäden! Ha! Okay, nur da! Du ich hab ihn getroffen. Obwohl, muss ich ihn überhaupt treffen? Ups, falscher. Da! Mal gucken, ob das frei... Ja, es ist frei. Sehr schön. Hörst du auf? Komm, ich nehme das mal mit. Heute habe ich mit der Göttin zu Mittag gegessen. Steinman, sagte sie, ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine neue Art von Schönheit zu zeigen. Ich fragte sie, was meinst du damit, Göttin? Symmetrie, mein lieber Steinman. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Okay, den Sicherheitsbot gerade fand ich gar nicht so lustig. So, wir werden hier... Ach, Mist. Die anderen Dinger hier noch runterführen. Ja, perfekt. Haben wir. Fertig. Jetzt haben wir einen Sicherheitsbot auf unserer Seite. Die Leiche wackelt. Da ist doch irgendwas im Busch. So, wie kommen wir da jetzt hin? Ich habe keinerlei Ahnung, wie wir da jetzt hinkommen sollen. So. Mein Bot macht das. Nein, mein Bot macht das nicht. Habe ich es kaputt gemacht? Ich hoffe, ich habe es kaputt gemacht. Bin mir aber nicht sicher. Das hier scheint jetzt ein Kurzzeit, also auf kurze Distanz zu gehen, deswegen. Ach, eine Pistole ist hier noch. Werde ich jetzt mit einer Shotgun lang gehen. Wow, eine Kamera. Da ist eine Nietenpistole. Ne, da gehen wir noch nicht lang. Gott. Okay, wir sehen einen roten Schein. Heck.
Hacken. Schauen wir uns mal an, was wir hier so anstellen können mit diesem netten kleinen Ding hier. Ich bräuchte mal ein paar, die mal so zur Seite gehen, genau. So. Danke sehr, geeignete Kamera. Und da haben wir auch schon wieder ein Safe, den wir normal hacken können. Ja, den hacken wir normal. So. Ja. Fertig. Und was ist da drin? Dollar, panzerbrechende Pistolen und zwei Verbandskästen. Bandage, Leiche, Schrot, Ibspritze, Registrierkasse, panzerbrechende Pistolenkugel. Naja. Gut. Hammer gute Sachen dabei. Oh, hier sind noch MG-Patronen. Sehr schön. Und noch ein paar Bandagen. Und noch ein Tagebuch. Aphrodite geht durch die Gänge. Sie glänzt wie die Klinge des Skalpells. Steinman, ruft sie. Steinman, ich habe, was du suchst. Du musst nur deine Augen aufmachen. Und wie ich die Augen öffne, schneidet sie mich in tausend wunderschöne Einzelteile. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Oh Gott, ich habe gerade eine Befürchtung, wenn ich mich richtig erinnere. Ist das zu lange nicht mehr gespielt. So, panzerbrechende Pistolenkugeln rein, MG-Patronen rein, Schrot rein. Okay. Ich glaube nämlich, dass jetzt etwas passieren könnte. Was soll ich bloß mit der hier anfangen, Aphrodite? Sie hält einfach nicht still! Ich will doch, dass sie schön werden, aber es gelingt mir nie. Die hier, zu fett. Die da, zu groß. Jene, zu symmetrisch. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Was? Ist hässlich. Entschuldigung. Hässlich. What hässlich. The? Hässlich. Hässlich. Sorry, ich bin also Sieh hässlich. Dich an. Widerlich. Ich bin hässlich. Was? Okay, die Munition bringt gar nicht. Okay, was haben wir denn noch? MG hätte ich noch an. Okay, ist scheiße. Wie das mit Schrot? Oh, verpiss dich doch, Alter. Voll in den Kopf. Und zack. Ah. Weg hier. Dass wir nicht aus der Augen verlieren. Ah, natürlich. Ah, auf damit. Ja, auf. Nein! Nächster Medi-Station, dann schocke ich mich lieber selbst hier. Ah, aua. Verdammt. Okay. Notschlüssel, Antipersonen-MG und MG-Patronen. Wurde auch langsam Zeit, dass sich jemand um diesen kranken Mistkerl kümmert. Vergiss Steinmans Schlüssel nicht und mach dich auf den Weg zurück zum Notzugang. Ich mach mich auf den Weg zur Rückseite vom Port Neptune. Wir schaffen es noch rechtzeitig. Sehr schön. Wir hacken mal eben den Safe. Der ist ja anscheinend ganz einfach zu hacken. Steht da zumindest. Dann hacken wir den mal eben. Ja, ist auch nicht schwer zu hacken. Drei Verbandskästen. Gut. Dann einmal alles hier untersuchen. Was haben wir denn hier so? Schränke. Noch mehr Verbandskästen, die wir schon lange nicht mehr aufheben können. Eine Gasflasche, die ein kleines Leck hat. Da mache ich mir jetzt einen Spaß draus. Oh, na gut. Schon tot, kaputt. Ja. Nicht das, was sie wollen. Die Naht hätten wir und fertig. Die Phase ist hervorragend gelungen, Dr. Steinman. Doktor? Wissen Sie, wenn ich Sie jetzt so ansehe, ich habe gar nicht bemerkt, wie in Ihrem Gesicht alles hängt. Skalpell! Wie bitte? Skalpell! Doktor, ein Lichting ist bei ihr nicht vorgesehen. Wir schneiden nur hier ein wenig ein und... Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Doktor, hören Sie auf zu schneiden! Wollen Sie den Leiter der Chirurgie, den Chef der Chirurgie, schnell! Zeit nicht gestohlen, du ungehofft. Nur ist meine
So. Ja, wir machen hier weiter, indem wir ein paar Gegner den Arsch aufreißen. So, schön Geld und so. Wirft der Typ wieder Granaten nach uns? Okay, tut er nicht. Dann kann ich einfach weiterlaufen. Gut. Wir laufen einfach mal weiter.